Denn wir sind Kölscher Mädchen, an Spitzerbützja an. Wir lassen nicht dran fummeln, wir lassen keiner dran. Was wollt ihr damit sagen? Ja, ich wollte, das war eine Hymne zu Ehren von der Alice Schwarzer zum 70. Geburtstag. Es ist nicht großartig, so lange hat sie schon durch. Ich habe extra ein feministisches Lied ausgesucht. Wieso feministisch? Wieso? Wir lassen keinen dran, das ist doch das. Weißt du? So sind sie doch, diese Feministinnen. Da musst du Demutsgesten machen. Und einmal dran packen, nur weil du es immer machen musst, Hermann. Nein, aber es geht um was ganz anderes. Sie ist ein kölsches Mädchen, obwohl sie gar nicht aus Köln kommt, sondern aus Wuppertal. Innerlich. Ja, genau. Innerlich. Ich kann euch eines sagen. Adenauer wäre stolz auf sie gewesen. Sie wusste mit dem kölschen Klüngel umzugehen. Weißt du? Weißt du, die hat doch in Köln, hat sie ihr Büro doch in dem südlichen Stadtturm. Und da hat sie einen Vertrag mit der Stadt Köln und hat überhaupt nie Miete gezahlt. Und irgendwann kam das mal raus. Da hieß es auf einmal, das gibt's doch gar nicht. Die Schwarze zahlt überhaupt keine Miete. Das geht doch nicht. Das kam der Oberstadtdirektor zu Ohren und sagt, das geht doch nicht. Die zahlt überhaupt keine Miete, die Schwarze. Da sagt der Oberbürgermeister, die zahlt überhaupt keine Miete, die Schwarze. Dann kam es ihr selber zu Ohren und sagt, das gibt's doch gar nicht. Ich zahle überhaupt keine Miete. Das geht doch gar nicht. Das ist doch illegal, so etwas kann man doch nicht machen. Hier ist sofort der Stadt, da muss man doch drüber reden. Müssen wir drüber reden. Haben sich zusammengesetzt, der Oberstadtdirektor, der Oberbürgermeister und die Schwarze haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, da muss man doch was dran ändern. Haben sich den Mietvertrag vorgenommen und haben reingeschrieben, es kostet ab jetzt nichts mehr und auch rückwirkend nichts. Und damit war es legal. Großartig, würde ich sagen. Wobei Adenauer hätte es noch besser gemacht. Er hätte von Anfang an in den Vertrag reingeschrieben, ich zahle nichts. Ja. Weißt du, so einfach.